Sieht mir. Hä? Oder? LOL! Wie ihr in Minecraft Hacker mobbt. Das lernt ihr bei mir. Immer schön draufschlagen. Wenn dieses Video 800 Likes kriegt. Schon wieder. Meine Synchronisation ist so geil. Bim Luggy. Herzlich willkommen zu diesem Video, Leute. Mit dabei ist der Bim Luggy. Hi. Oh, das war echt laut. Ich will gleich, kommt mein Vater rein und dann. Naja. Okay, Leute, und zwar geht es heute um ein kleines Video, was echt oft gefragt wurde, und zwar Hackerbahn. Nein, Leute, ihr habt unter dem letzten Video über 1000 Likes geschafft, Leute. Digga, was? Ich hatte so gesagt, so, ey, ihr schafft 200 Likes oder 400 oder irgendwas, hatte ich gesagt. Aber Leute, wenn ihr so krass motiviert dazu seid, dann bin ich natürlich auch so krass motiviert. Obwohl es im Moment teilweise schwierig ist, Hacker zu finden, weil meiner Meinung nach, oder kann sich gerne anschließen mit dem Lucky, nicht mehr so viele Hacker wie früher zumindest hat. Das kann ich bestätigen. Ja, das können, glaube ich, alle Mods so bestätigen, dass es echt schwierig ist, oft Hacker zu bannen. Beziehungsweise natürlich nicht so schwierig, aber dass halt auf die Masse betrachtet es weniger sind. Und deswegen dauert es manchmal ein bisschen länger, Hackerbahn aufzunehmen. Ich hoffe, heute wird das besser. Aber Leute, wir loggen uns natürlich erstmal ins Report-System ein und warten mal, bis der erste Hacker kommt. Und zwar soll der Geisti hacken. Geisti? Ist gar kein Geisti in der Runde. Ach doch, der Schwarze. Oh, er kriegt aber auf jeden Fall einen Knockback. Das ist schon mal nicht so ganz verdächtig. Er wurde aber tatsächlich für Hacking reported. Jetzt gucken wir uns das mal an. Okay, er baut sein Bett ein. Er hüpft auf jeden Fall auf dem Bett rum. Das mache ich auch immer zu Hause, Bim Lucky. Ich hüpfe da auch immer rum. Bum, bum, bum. Jeden Tag, Bim Lucky. Machst du das auch? Hast du immer viel Spaß, ne? Ja, ich schwöre. Und wenn das... Zum Glück habe ich ein... Ja, okay, jetzt nicht ein neues Bett, aber nicht so ein altes, knarrendes Bett, Alter. Ich hoffe, wenn ich bei meiner Oma auf dem Bett rumhüpfe, dann knarrt das immer. Und da drunter ist der Esstisch und da sitzen dann immer meine Eltern. Und dann früher, als ich mit meiner Schwester mal da rumgetobt hat, Leute, wer hat in seiner Kindheit nicht auch immer rumgetobt bei seiner Oma oder sonst wo? Und besonders auf dem Bett, ich schwöre, wenn das so ein Doppelbett war, immer drauf rumgesprungen. Stimmt auf jeden Fall mal hier oben ab, ob ihr das auch früher in der Kindheit gemacht habt, Leute. Stimmt es ab. Ich glaube aber, der Geist, die hackt nicht, oder? Er kriegt auf jeden Fall Fallschaden. Kriegt Knockback, er baut relativ professionell. So würde ein Hacker ja nicht spielen, Leute. Aber wir haben hier einen anderen, doch nicht. Ah, File-Input-Stream, Alter. Leute, wer weiß, was der File-Input-Stream ist? Selbst ich weiß das gerade nicht, weil ich zu dumm bin. Das ist zumindest irgendwas beim Programmieren. Ich bin nur leider zu dumm. Das schneide ich nicht rein, damit nicht alle denken, ich bin dumm. File-Input-Stream, da ist er. Er steht am Spawn. Ja, moin. Toll, da bringt der uns auch voll viel. Ein Gun Game. Das ist ja mein Lieblingsspielmodi. Unterstrich Adrianse. Oh, da ist er. Oh, das sieht mir sehr verdächtig aus. Der hat auf jeden Fall auch schon mal eine Rüstung. Können wir mal hingehen und den schlagen? Okay, Knockback bekommt er. Den Kopf bewegt er sehr komisch. Hast du es gesehen? Nee, noch nicht. Gerade eben hat er so... Hallo, geh weg, Grant. Geh weg. Du kannst nicht. Weg, Spectator. Ich greife jetzt mal an. Es geht mir jetzt zu langsam, Alter. Jetzt geht hier Party, aber jetzt wird der Adrian zerstört. Hä? Ja. Voll easy. Wenn du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du das jetzt unten tun und die Glocke aktivieren und unter Optionen die Benachrichtigung auf alle stellen, damit du auch für jedes Video eine Benachrichtigung bekommst. Ich glaube, er hat gerade X-Hex ausgemacht. Weil er würde doch sonst nicht an dieses krasse Club. Hä? Was macht er denn? Er ist komplett. Ich glaube, er hat einfach alles gerade ausgemacht, so. Aber er ist verwirrt. Ich glaube, er denkt sich so, will ich nicht gebannt werden. Guck da jetzt schon wieder. Hä, was ist mit diesem einen Typ? LOL, guck mal. Ich bin nicht ganz tot. Aber irgendwie schon. LOL. Ja, moin. Das ist, glaube ich, noch ein kleiner doofer Bug irgendwie. Ja, hier hackt jetzt gerade keiner irgendwie, oder? Sieht zumindest allzu weit legit aus. Gehen wir mal zum nächsten. Der Pyridididuri. Der PyrexYZ11 soll irgendwie hacken. Pyri 3x11. Pyri 3x11. Oh, oh. Hast du das gesehen? Oh, ja. Pyri. Willst du nicht mal rumfliegen? Gibt's hier Troll? Nee, Troll gab's hier ja nicht drauf.
Dann können wir dich ein bisschen schlagen. Oh, da bist du jetzt ins Wasser gefallen. Das ist natürlich eine tragische Mitte. Okay, was ja, machst du? Was glaubt ihr, was denkt er sich nach dem? Ich glaube, er schreibt was im Chat. Was wird Piri tun? Schreibt er was in den Chat? LOL! RIP. Hat er sich gerade teleportiert? Nee, ich glaube, er wurde gekickt. Weil er hat gesneakt und es wollte ja, so richtig schnell losgehen. Na egal, wird auf jeden Fall jetzt erstmal gebannt, Leute. Der Pyridyridyri für die 1, Leute. Wen haben wir denn noch hier so? Ich glaube, da war nämlich gerade eben noch ein Hacker. Bonnie Spawntrap, Alter, ihr kleinen Schlinge. Immer diese Spawntrapper. War da nicht noch so einer? Aber ich sehe gerade keinen. Na egal, gehen wir erstmal zum nächsten. Schrei! Nein, ich will der Allergrößte sein, wie keiner, vor mir war. Ich kenne den Text nicht. Ich auch nicht, tatsächlich. Ich bin echt durch so, heute ein bisschen. Diesen Anfang. Ich will der Allergrößte sein. Das passiert übrigens immer, Leute, wenn wir auf Hacker warten. Und ich hier durchspamme, Alter. Ich jitter hier im Prinzip schon. Jetzt natürlich die Frage, habe ich beide erwischt? Oh, ich habe den S-Privio erwischt, Alter. Okay, wo sind wir denn überhaupt? In Nock? Was geht denn im Moment in Dings ab, Alter? Weil ich kann doch einfach den krassen Befehl eingeben, oder? Oh, da werde ich direkt zu ihm. Oh, der ist ganz solide. Ja. Oh, ganz solide am Hacken, der Kleine. Okay, ist auch kein Troll drauf, oder? Oh, aber er hat kriegt auch fast kein Knockback. Und Troll ist hier leider nicht drauf, deswegen müssen wir ihn runtermobben. Mob, mob. Ja, ist jemand unsichtbar, oder? Kritischer Hase. Was hat denn der für einen Skin? Da ist der. Ex-Prisio. Ja, wenn jetzt noch jemand unsichtbar hier, oder? Schon wieder jemand unsichtbar. Komm, stopp, gut drauf. Ja, schade. Man also könnte ihn natürlich auf jeden Fall nicht. Auch einfach jetzt mobben. Also so richtig mobben, weißt du? So nur so schlagen. Leute, wenn ihr eins lernt, wie ihr in Minecraft Hacker mobbt, das lernt ihr bei mir. Immer schön draufschlagen. Und selbst wenn er am Boden liegt, Leute. Sollte er nochmal draufschlägen. Nein, Leute, das ist natürlich nicht. Alter, kann er mal runterfliegen? Danke. Aber es juckt ihn auch irgendwie nicht, dass er aus der Luft geschlagen wird. Er spielt einfach weiter. Er rennt einfach nach unten. Guck, und jetzt. Es juckt ihn halt wirklich absolut gar nicht. Guck mal. Weißt du, ich schlag ihn durchgängig im Prinzip. Und. Ja, du auch. Und es juckt ihn nicht. Weißt du, fokussiert im Ziel entgegen, Alter. Oh mein Gott. Okay, Leute. Für die 1 auf jeden Fall. Oh mein Gott, Alter. Ich würde sagen, Leute, heute bannen wir noch einen Hacker für Bim Lucky. Also der darf den bannen. Weil, Leute, ihr müsst das wissen. Bim Lucky, der muss natürlich auch Hacker bannen, weil er ist Mod und ich bin Dev und ich muss auch kein. Und Devs sind faul. Und Devs sind einfach faul. Wir sind einfach faul. Wir machen nichts den ganzen Tag. Hashtag Ironie. Gar nicht verstehen. Ey, jetzt kommt auch keiner rein gerade, Alter. Leute, ich möchte jetzt hier nicht auffordern zum Hacken, aber manchmal, so an manchen Stellen. Nee, natürlich nicht hacken, Leute. Natürlich ist das gut, dass es ist ja gut, dass nicht. Aber weißt du, wir wollen ja die Hacker bannen. Und wenn es Hacker auf dem Server gibt, aber die nicht angezeigt werden, weil niemand die reportet, dann fuckt das manchmal schon ab. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh, bin lucky. Okay, Kid PvP. Boah, das ist der erste. Das könnte der erste Hacker in Kid PvP sein. Flashback, wie heißt der? TKO Stella. Okay, TKO Stella. Okay, wir müssen ihn finden. TKO Stella. TKO Stella. TKO Stella. Wo ist denn der? Findest du ihn? Nee. Hä, sag jetzt nicht, der ist geleftet. Doch, drin? Doch, da ist er. Das ist dieser Panda-Bär. Hä, ich kann mich zu dem teleportieren. Hä? Ich kann mich einfach... Ah, das bist du. Oh mein Gott. Du hast dich selber. Ich glaube, du Hacker spielst als Dings gelesen und nicht den Hacker. Nee, das ist Zyros. Ich glaube, dein Report war Zyros. Zyros, ja. Zyros, da. Okay. Ja, der steckt auf jeden Fall in die... Soll ich mal gegen ihn kämpfen? Ja, geh mal rein. Ach, meiner. Oh, bist du mit ihm drin? Ja, ich bin mit ihm im Kampf. Okay, warte, dann muss ich... Zyros, wo ist er denn? Ich dumm. Komm, schnell. Ja.
Ich hoffe, das ist der richtige. Bist du der, der mit Emerald-Blocken sich hochbaut? Nee. Nein, das ist der falsch. Scheiße! Da! Oh mein Gott! Okay, ich hab's geschafft. So, okay, ja? okay. Jetzt okay. Kannst du ihn angreifen. Hä? Ja, eigentlich. Lol. Boah. Hä, den Kopf das bewegt aber echt komisch. Ja, aber so krass sieht das nicht aus. Nee. Ja, weniger, oder? Er sneakt sogar noch dabei, dass man, wenn man neu, dass ein Hack-Client das macht. Ah, hier soll der Skill 4004 hacken. Stash Spec Skill 420. Skill 420. Okay. Okay, was auch immer er da oben macht. Hey, was macht der da? Okay. Sieht man. Hä? Oder? LOL! Hä? War das jetzt ein Bug oder? Nee. Nee. Oh mein Gott. Ist hier Troll drauf? Nein, warum ist hier überall immer nicht Troll drauf, wo ich die Hacker sehe, Alter? Boah, Alter, was hat er denn drin? Guck dir. Oh, Alter! Ja. Junge, schlag ihn. Wir müssen ihn. Schnell. Ei. Ja, bann ihn! Okay. Ist er tot? Perfekt. Okay, ja. Jetzt ist er tot. Jetzt können wir ihn mehr mobben. Okay, du darfst ihn ja jetzt gleich bannen. Weg. Hä? Achso, war die Runde. Du hast ihn gebannt. Sehr gut, Leute. Damit hat der Bimlucky mich heute wieder tatkräftig unterstützt, Leute. Wenn ihr mehr mit Bimlucky sehen wollt, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, Leute. Und bei jetzt 800 Likes, Leute. 800 Likes. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Aufrufe das Video kriegt, Leute. Aber wenn dieses Video 800 Likes kriegt, Leute, dann kommt die Folge auf jeden Fall in einer der nächsten Videos. Wie gesagt, so könnt ihr das auf jeden Fall freischalten, Leute. 800 Likes jetzt auf das Video drauf. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und jetzt hängt sich gerade mein Minecraft auf. Egal. Ich hoffe, die Aufnahme läuft zumindest noch. Ja, okay, gut, läuft wieder. Also, ja, schaut auf jeden Fall auf Minesucht vorbei. Und ja, freut euch auf baldzige große Updates, die auch noch kommen, neben dem Clan-System und so weiter. Wird eine geile Zeit, Leute. Haut rein und ciao, ciao. Bye-bye. Bye-bye.